Was passiert eigentlich mit den Zauberstäben von toten Zauberern? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Heute werden wir besprechen, was mit Zauberstäben von Hexen oder Zauberern geschieht, nachdem sie gestorben sind. Schon recht früh in der Geschichte werden wir mit der Idee vertraut gemacht, dass das Band zwischen einer Hexe oder einem Zauberer und ihrem Zauberstab etwas ganz Besonderes ist. Man sagt sogar, dass der Wunsch und der Besitzer des Zauberstabs eine fast symbiotische Beziehung eingehen. Von dem Tag an, an dem sie zum ersten Mal einen Fuß in Ollivanders Zauberstabladen setzen, sind viele Hexen und Zauberer mit ihrem Zauberstab gepaart, den sie ihr ganzes Leben lang behalten werden. Der Zauberstab, zu dem sie eine echte Verbindung aufbauen. Da Zauberstäbe quasi empfindungsfähig sind, besitzen sie die Fähigkeit, sich den Zauberer auszusuchen. Das ist der Grund, weshalb Zauberstäbe sehr persönliche Gegenstände sind. Der Zauberstab wählt den Zauberer, Mr. Potter. Wenn man bedenkt, dass Zauberstäbe so ein hochgradig persönlicher Gegenstand sind, ist es meiner Meinung nach korrekt zu fragen, was passiert eigentlich mit dem Zauberstab, nachdem der Zauberer gestorben ist? Wenn der Zauberstab tatsächlich quasi intelligent ist, wie im Kanon angedeutet, dann kann der Zauberstab sicherlich nach dem Tod seines Besitzers weitergehen zum nächsten, oder? Nun, laut Dumbledores Notizen in den Geschichten von Beedle und dem Baden ist dies nicht der Fall. Die meisten Hexen und Zauberer ziehen einen Zauberstab, der sie ausgewählt hat, jeder Art von gebrauchtem Zauberstab vor. Der Zauberstab hat wahrscheinlich die Gewohnheiten von seinem Vorbesitzer gelernt und ist möglicherweise nicht mit dem Magiestil des neuen Besitzers vertraut und einverstanden. Die allgemeine Praxis, den Zauberstab nach dem Tod des Besitzers mit diesem zu begraben oder zu verbrennen, verhindert ebenfalls, dass ein einzelner Zauberstab von zu vielen Meistern lernen kann. Und genau das ist mit Dumbledore passiert. Sein Zauberstab wurde mit ihm vergraben. Wir haben das gleiche Muster immer wieder im Harry Potter Kanon gesehen, um zu veranschaulichen, was mit einem Zauberstab passiert, der in falschen Händen ist. Er funktioniert einfach nicht richtig. Perfekte Beispiele dafür sind Ron Weasley, der den Zauberstab seines Bruders Charlie benutzt, und Neville Longbottom, der den Zauberstab seines Vaters Frank benutzt. Der Zauberstab von Frank Longbottom war theoretisch sehr mächtig. Er war ein angesehener Auror, der sich im Laufe seines Lebens gegen alle möglichen mächtigen dunklen Zauberer stellte. Und sein Sohn Neville erwies sich sogar als einer der mutigsten und talentiertesten Zauberer seiner Abschlussklasse. Ich denke, die Tatsache, dass der Zauberstab bei ihm nicht funktionierte, ist ein Beweis dafür, wie persönlich er war und Zauberstäbe generell sein können. Wenn Zauberstäbe tatsächlich quasi empfindungsfähig sind, dann ist Dumbledores Meinung, dass Zauberstäbe mit ihren gefallenen Besitzern begraben werden sollten, vielleicht der richtige Weg. Wenn das nicht geschieht, werden vielleicht noch mehr talentierte junge Zauberer Opfer fehlerhafter Ausrüstung zum Opfer fallen, die ihnen von ihren verstorbenen Familienmitgliedern vererbt wurden. Was denkst du darüber? Sollten Zauberstäbe vererbt werden oder mit dem verstorbenen Besitzer begraben oder verbrannt werden? Das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.